Tag. Meine Freunde haben gesagt, also eigentlich einer, haben gesagt, Mensch, mach doch hier mal so ein Vorstellungsvideo. Die Leute kennen dich ja gar nicht. Gibt's da nicht irgendwas in YouTube? Ja, gibt's sogenannte Tags und in dem konkreten Fall 25 Fragen Tag, wo ihr solche interessanten Sachen erfahrt wie: Wie hießen deine Haustiere früher mal? Mach ich aber jetzt nicht. Fragen sind aber generell ja gut zum Kennenlernen. Und ihr habt das bestimmt auch gelesen. Also die Leute, die... hallo. Die Leute, die ein wenig im Internet surfen, sind daran, glaube ich, kaum vorbeigekommen diese Woche und letzte Woche. An den 36 Fragen zum Verlieben. Ja, gutes Ding. Ein Forscher namens Arthur Aaron, das habe ich jetzt nicht abgelesen, hat sich darüber Gedanken gemacht, wie man sich persönlich näher kommt und wie man sich verliebt. Und hat 36 Fragen aufgestellt, also 3 Sets, 12 Fragen. Und ich dachte, die beantworte ich euch jetzt einfach mal. Und vielleicht gibt es ja ein sehr intimes zwischen uns danach. Ja, und es wird halt langweilig. Gut, wollen wir anfangen? Dauert ja auch ein bisschen. Also vielleicht teile ich die dann auch in die einzelnen Sets. 1, 2 oder 3. Ich fange mal an. Frage 1. Wenn du dich für jede beliebige Person der Welt entscheiden könntest, wen hättest du gern als Tischgast beim Essen? Na, es geht ja schon gut los. Tischgast beim Essen. Ha! Achtung! Berlin-Content. Aber ich würde tatsächlich gern mal mit Jürgen Vogel an einem Tisch sitzen. Also, Jürgen, wenn du das hier sehen solltest, ich kenne da einen guten Koreaner im Wedding. Ich darf auch mehrere mitnehmen, oder? Darf ich mehrere mitnehmen? So zu viel ist regel, bist du da am Tisch. Ich würde noch Arnim Teutoburg Weiß mitnehmen. Ja. Die beiden am Tisch. Ich glaube, es wäre so ein Icken in irgendeiner alten Stampe in der dunklen Ecke von Berlin. Und wenn ich da noch jemanden mitnehmen darf, der sich zu uns setzt, der Dalai Lama. Ja, ich glaube, das, ja. Ne? Warum nicht? Ich werde jede Frage so lange brauchen. Ne? Ihr wisst, ne? 36 Fragen. Kommt ihr nicht mehr weg. Frage 2. Wärst du gern berühmt? In welcher Form? ich glaube, wenn ich berühmt sein würde, dann würde ich gerne berühmt sein durch etwas, was ich geschaffen habe. Hat das Sinn? Irgendwas,
was anderen Menschen einen Mehrwert gibt. Also was auch immer, ich habe jetzt irgendwie keine konkrete Vorstellung. Muss jetzt auch gar nicht, also etwas Naturwissenschaftliches sein, oder? Weil ich mich auch nicht miete. Aber irgendwas, was ich geschaffen habe. Entweder, also hoffentlich ja immer mit dem Kopf, aber vielleicht auch mit den Händen. Ja, was? Und dann, ja. Wenn es den Mehrwert hat, dann würde ich gerne berühmt werden. Sind wir Nummer 3, ne? Also, Nummer 3. Hast du jemals geprobt, was du sagen wirst, bevor du jemanden angerufen hast? Warum? Ja. Also, in meinem Job. Also ich habe auch einen Job. Und gehe, also so tagsüber. Und da bereite ich mich schon auf Telefonate, Geschäftstelefonate mit Kunden etc. schon vor. Also gerade ja auch bei Skype-Konferenz oder so. Ich sehe dazu telefonieren, ne? Videotelefonie. Doch, da bereite ich mich schon vor. Und ich habe manchmal, also was ich öfter habe, was jetzt nichts mit dem Telefon zu tun hat, aber ich habe schon auch öfter so Szenarien von einem Gespräch im Kopf. Also, also dann auch, was der andere sagt oder sagen könnte. Oder halt so in meinem Kopf. Kennt ihr das? Vielleicht. Gut. Was würde für dich einen perfekten Tag ausmachen? Oh, definitiv Sonne. Definitiv Meer. Und noch vor den beiden Sachen. Die Menschen um mich herum haben. Die ich mag. Gut. Ja, die wichtigsten Menschen in meinem Leben dabei haben und irgendwie uns genießen und einfach sein. War es jetzt zu schmutzig? Gute Getränke wären auch nicht schlecht. So einen schönen O-Saft oder so. So. Frage 5. Wann hast du das letzte Mal für dich selbst gesungen? Oder für jemand anderen? Ich weiß, wer jetzt lacht. Ich kann nicht singen. Also, so gar nicht. Ich probiere es trotzdem immer wieder. Und habe tatsächlich heute Morgen das letzte Mal gesungen. Heute Morgen habe ich das letzte Mal gesungen. Also gestern, wenn ihr das seht. Und für jemand anderen ich glaube bestimmt erst letzte Woche für oder mit meinem Bruder. Also wir arbeiten zusammen und da gibt es öfter mal die eine oder andere Jam-Session. So, gesanglich. Ja, ist auch nicht viel talentierter als ich. Wenn es dir möglich wäre, bis zu dem Alter von 90 Jahren zu leben und du ab dem Alter von 30, 30, ne? Stichzahl. Entweder den Körper oder den Geist eines 30-Jährigen für die letzten 60 Jahre deines Lebens behalten könntest, was von beidem würdest du wählen? Na, den Körper. Oder? Also. Aber wenn ich den Körper
eines 30-Jährigen beibehalte. Bis ich 90 bin, bin ich fit und kann immer noch alles machen. Und würde mich ja geistig weiterentwickeln. Ne? Also würde ja weiser werden. Ich habe einen Geist eines 30-Jährigen, bleibe ich irgendwie stehen. Und mein Körper wird auch abgefuckt. So. Oder? Zum Glück stand da nicht der Geist einer 28-Jährigen. Frage 7. Hast du eine geheime Vorahnung davon, wie du sterben wirst? Nee. Eine Vorahnung? Eher eine Hoffnung, eine Vorahnung? Nee, habt ihr sowas? Hat man sowas? Okay, Frage 8. Nenne drei Dinge, die du und dein Partner anscheinend gemeinsam haben. Nummer 1 ist tatsächlich eindeutig und das ist der gleiche Humor. Wir haben tatsächlich den gleichen Humor. Damit er mir jetzt auch zustimmen, der Junge. Die zweite Sache. Glaube ich tatsächlich zu reisen. Auch gern dorthin, wo man surfen kann, obwohl die Surfgeschichte bei mir echt jung ist, so eine junge Leidenschaft. Aber ich glaube schon definitiv auch das Reisen, ja. Und diese drei Dinge, ne? Und die dritte Sache, die wir gemeinsam haben, ist die Liebe zum Brettspielen. Ja, traue ich mich einfach so zu sagen jetzt. Brettspiele sind super. So. Nummer 9. Wofür in deinem Leben bist du am dankbarsten? Jesus. Am dankbarsten. Ich glaube, hört ihr meine Nachbarn? Ich glaube, es ist so ein. Echt jetzt. Wofür bin ich am dankbarsten? Ich glaube, generell im Leben von vielen Menschen, Humor. Ist das komisch, das zu sagen? Ich bin dankbar für Humor, weil mich Lachen, über Dinge schmunzeln, über mich selbst schmunzeln und lachen. Ich glaube, dass das tatsächlich das Leben lebenswerter macht. Natürlich bin ich dankbar für die ganzen Menschen in meinem Leben, dass ich überhaupt leben darf. Nee, ja. 10. Wir sind fast am Ende des ersten Sets, meine Freunde. Ja? Nummer 10. Wenn du irgendwas an der Art und Weise, wie du erzogen wurdest, ändern könntest, was wäre das? Die Einzige, die das auch gucken wird, ist meine Mama. Das muss ich aufpassen, ne? Hallo. Mama. Grüße ich jetzt hier an dieser Stelle. Mama muss jetzt mal auf das kleine Ding da unten drücken. Da auf dieses Lautsprechersymbol. Mal kurz. Wenn ich so mache, kannst du nochmal drauf drücken. Okay? Also ich hatte eine großartige Kindheit, tatsächlich. Das sage ich jetzt hier nicht nur, weil ihr Happy Sunday ist. Und weil Leute nur tolle Sachen hören wollen. Nein, ich habe tatsächlich eine schöne Kindheit gehabt. Und ich
habe tatsächlich, also eine Sache, die ich mir wünschte, vielleicht, die vielleicht anders hätte sein müssen, wäre, dass meine Mama immer sehr so liebevoll, wie sie ist, wie sie war und ist, ich glaube, manchmal zu beschützend war. Also ich war schon ein Kind, was auch vor vielem Angst hatte. So. Und ich glaube, ein bisschen mehr Mut hätte, glaube ich, mir einiges erspart. Und hätte ich vielleicht auch schon früher Dinge gemacht, die ich wirklich machen wollte, weil ich sie mir dann einfach zugetraut hätte. Ja, vielleicht so ein bisschen mehr Mut. Aber sonst super, Mama. Super. Hier. Super. Frage Nummer 11. Nummer 11. Vorletzte. Vom Set 1. Frage 11. Nimm dir 4 Minuten Zeit und erzähle deinem Partner die Geschichte deines Lebens so detailliert wie möglich. So, lieber Partner. 4 Minuten, ne? Setz mal einen Timer. Hier. 4 Minuten. Oh, geht los. Los. Also, jetzt. Ich wurde 1986 im Osten von Berlin geboren und bin dort auch aufgewachsen. In schönen Klinike. In der Nähe vom Flughafen Schönefeld für alle Berlin-Insider. Meine Eltern haben zu dem Zeitpunkt ein Haus gebaut und ich bin da mal so rumgestreunert. Meine Oma hat mir erzählt, ich war immer auf der Suche nach meinem Schraubenzieher, den ich kreativerweise Schraubi genannt habe. Ja, dann kam die Wende. Dann kam die Grundschule. War, glaube ich, ganz okay. Ich habe da lustigerweise am Einschulungstag mich gleich mit einem Mädchen gut verstanden. Sie hatte so einen Hut auf. Und das ist heute immer noch meine längste Freundin. Wir verstehen uns heute immer noch sehr gut. Wir sind sehr eng. Der Hut hat mich umgehauen damals. ja, Grundschule war okay, war halt so Auf und Abs, was man halt so macht. Ich habe auch gar nicht mehr viel Zeit, deswegen springe ich jetzt mal. Und dann ist auch irgendwie uninteressant, oder? 2010 mein Studium angefangen. An der großartigen Viadrina in Frankfurt oder die Pendler-Uni schlechthin, weil irgendwie 80% in Berlin leben und dort hinfahren. Halt zum Studieren oder auch nicht. Weil es war alles sehr frei wählbar, Kulturwissenschaften. Ich habe es dann auch mal geschafft, nach 4 Jahren letztes Jahr meinen Bachelor abzuhaken. Es hat auch unter anderem so lange gedauert, weil ich zwischendurch ein halbes Jahr nach Amsterdam gegangen bin und danach nochmal ein Jahr nach Australien. Und das war großartig. Also beide Zeiten, Australien noch mehr. Kids, ist vorbei. Was soll ich machen? Wenn ihr den Rest hören wollt, lasst einen Kommentar da und wir treffen uns auf ein Bier. So. Okay, die letzte Frage, Frage 12 vom ersten Set. Wenn du morgen mit irgendeiner neuen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könntest, welche wäre es? Ich wollte immer schon unsichtbar sein. So, das war das erste Set. Ich glaube, damit entlasse ich euch auch erstmal für heute, weil das müsst ihr vielleicht auch erstmal verarbeiten. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ihr habt mich ein bisschen kennengelernt.
Und ich hoffe, ihr habt Lust auf das zweite Set. Ich bin gespannt, was das für Fragen sind. Ich werde es mir nicht vorher durchlesen. Und versucht, nicht zu sterben.